abzufilmen. Ja, wenn Sie wollen. Sind Sie schon mal hier? Waren Sie schon mal hier?
vielleicht? Oder? Ja, ich weiß, wer du bist. Aha. Aha. Ja, ja. Was heißt das? Wir hatten schon mal zu tun, also wenigstens per Postnachricht. Ich habe dich mal angeschrieben wegen Videoaufnahmen. Aber ah, okay. Ja. Siehst du das? Okay, super. Ja, also ja, ich, das ist immer automatisch. Ja, ja. Ich bin der Robert. Ich bin der Robert, genau. Super. Hallo. Ist das der Adrenalinspiegel, den man noch spürt so? Ja, ich bin im Moment eh ein bisschen... Ja, jetzt habe ich noch einen zweiten Propeller dabei. Die Flügel sind angesteuert? Die sind angesteuert, ja. Ich habe hier die einmal einzeln fürs Hochfahren. Und dann nochmal exzentrisch fürs Lenken. Also hinten ist alles fest, Ruder ist fix. Ich habe hinten kein Ruder. Es wird gelenkt und gesteuert nur vorne. Und hinten habe ich noch einen zweiten Tragflügel. Ja. Und jetzt die Idee. Jetzt habe ich zu. Ich hatte mal das Goldbox von Hydromarin, eine Hotshot. Ja. Die hatte ein Problem. Wobei das Wasser war noch ziemlich am Anfang. Das Boot machte beim Fahren immer so. Also okay. Das kam irgendwie nicht richtig aus dem Wasser. Ja. Und da habe ich gedacht, so das Stabilisieren. 117! Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es ist schwierig zu schätzen. Ich hätte jetzt irgendwie weniger gedacht. Aber eben. Ich hatte zuletzt, letztes Mal bin ich abgefahren, hatte ich 109. Ja. Aber ich konnte nie richtig voll aufs Gas. Also das war immer, das ist das Moment heute auch gewesen. Da fing hinten schon so dieses Flattern an und dann sofort vom Gas nicht. Macht dann Abflug. Wahrscheinlich. Also ich habe es immer mal versucht mit einem Kreisel, aber wahrscheinlich zur damaligen Zeit waren die Kreisel noch zu langsam. Auf was gehen die Kreisel? Auf das Ruder. Wobei eben das Problem war dann irgendwas. Also ich wollte geh war, hat dann auch jemand gefragt aus dem Modellbau, aus dem Modellflug. Da hat er gemeint, ja, da musst du einen Kreisel einbauen, damit das Ruder irgendwie stabilisiert. Ja, das kann man vergessen. Ich hatte das. Ich hab den hinteren auch mal mit einem Lageregler von Brücken angeschrieben. Das U-Boot. Da kann ich halt wirklich auf der Lage bleiben. Das Problem war, das ging bis 40, 50 ging das. Und ab der Geschwindigkeit kam man nicht mehr. Das Problem ist einfach das Wasser. Die Anstellwinkel, die sind. Ich habe das hier schon alles auf Exponential gestellt und ich habe wirklich, wenn ich hier lenke, habe ich hier so einen kleinen Winkel und dann fahre ich schon Kurbel. Und das Problem ist, wenn man da jetzt da auch noch Rollen vermeiden möchte und so weiter, das ist schon schrecklich. Deswegen ist ja die